Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns die Vorschauseite zu der neuen Version 4.1 an und haben auch schon die Mitteilung, weil wir haben jetzt ja Jubiläum bald von Genshin Impact. Und wir haben schon jetzt Info darüber, was die Belohnungen sein werden. Und zwar kann man hier auf der Vorschauseite auf Premium zum Jahrestag klicken. Und das sind die Sachen, die wir bekommen. Also man kriegt nicht alles auf einmal, soweit ich weiß. Ich glaube, das Urgestein wird wieder in 4 Tage aufgeteilt sein. Jeden Tag 400 oder in welchem Abstand auch immer. Und die 10 verwobene Schicksal werden wahrscheinlich durch kontinuierliche Anmeldungen, steht da eh drüber, dann abgeholt werden können. Also man lockt sich nicht ein und kriegt das alles auf einen Schlag, sondern muss sich mehrfach anmelden dafür. Aber auf jeden Fall, basically kriegen wir, 20 Wünsche, kann man einfach sagen, pauschal. Für viele werden es 20 mal verwobene Schicksal sein, die man im Endeffekt bekommt. Und das war's. Es gibt aber wieder, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die letzten Jahre, vermutlich schon, gibt es natürlich trotzdem wieder viele Leute auf Twitter, die mit den Belohnungen nicht so zufrieden sind. Jetzt nicht unbedingt wegen den Belohnungen an sich. Ich meine, wer würde jemand sagen, verwobene Schicksal und Urgestein will ich nicht haben? Aber was ich so gelesen habe, und das kann ich tatsächlich selber gar nicht nachvollziehen, soll wohl so sein, dass Genshin Impact grundsätzlich bei ihren anderen Spielen, also HoYoverse besser gesagt, nicht Genshin Impact, sondern HoYoverse ist bei anderen Spielen als Genshin Impact anscheinend deutlich großzügiger, was die Belohnungen angeht. Und da kriegen die wohl angeblich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber deutlich bessere Belohnungen und kriegen angeblich solche Belohnungen, wie wir sie jetzt zum Jahrestag bekommen, also einmalig 20 Wünsche. Sowas kriegen die da wohl mehr oder weniger jeden Patch, so ungefähr, einfach hinterhergeschmissen. Und kann ich nicht nachvollziehen, ob das wirklich stimmt, aber wenn man sowas liest, dann ist das doch, nicht so schön, wenn man sowas liest. Und ja, keine Ahnung. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es wenig ist. Es ist definitiv okay, sag ich mal auf jeden Fall. Ich will nicht sagen, dass es... Es ist schwer zu sagen. Also, ich meine, das Problem ist in Genshin Impact, es gibt halt so wenige Dinge, die man wirklich haben will oder die wirklich jeder haben will, ja. Es ist halt nur Urgestein, das verwobene Schicksal oder auch vorbestimmtes Schicksal, je nachdem. Und davon braucht man halt einfach Unmengen, ja. Vielleicht wäre es einfach wirklich, dass sie einem einen 10er-Pull geben und garantiert eine 5-Sterne-Figur in den Pull kommen wird. Also, dass jeder quasi einfach, egal auf welchem Pity er ist, im nächsten Pity garantiert eine 5-Sterne-Figur bekommt. Außer er hat vielleicht schon maximales Pity, also ab 80 quasi, hat er quasi keine garantierte 5-Sterne-Figur, sondern kriegt einfach 10 gratis Wünsche sozusagen und alle anderen kriegen halt, oder bei dem anderen wird es, keine Ahnung, irgendwie so halt. Es wird sowieso nicht passieren, was ich gerade sage. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich sage nicht, dass es nicht großzügiger sein könnte, vor allem wenn man es dann eben mit anderen Spielen vergleicht. Aber, ich meine, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn es wieder einen Aufschrei der Community gibt, sind sie wieder gezwungen, mehr zu machen. Aber ich glaube, die letztjährigen Belohnungen waren ungefähr gleich. Das heißt, sie haben zumindest nicht mehr die Position eingenommen, okay, wir geben euch wieder ultraschlechte Belohnungen, also wirklich grottenschlechte Belohnungen und hoffen einfach, dass sich keiner beschwert. Sondern diesmal haben sie wirklich einfach die Belohnungen vom letzten Jahr mehr oder weniger gleich rausgehauen und deswegen wird der Aufschrei wahrscheinlich deutlich geringer oder auch gar nicht ausfallen. Mal schauen, was so der generelle, die generelle Reaktion darüber ist. Ja, hier haben wir nochmal Nuvilet, das haben wir schon im Trailer gesehen, sein Gameplay sieht irgendwie weird aus, weil er halt selber gar nicht kämpft. Er macht einfach nur zack, 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 klopft ein paar Mal mit seinem Stock auf den Boden. Dann hebt er kurz ab und macht so eine fette Attacke. Und dann kommt noch seine Hydropumpe. Also sehr merkwürdig, würde ich mal behaupten. Aber auch interessant auf jeden Fall. Dann haben wir Risley. Oh man. Risley. Genau, mit seinen Boxhandschuhen, wo ich mich immer noch frage, warum das ein Katalysator ist, so ein bisschen. Ja, richtig, er kämpft mit seinen Fäusten so gesehen, aber eigentlich nicht wirklich, es ist ja offensichtlich eine Waffe involviert, diese Handschuhe halt. Kann zwar sein, dass es nur seine Spezialfähigkeit ist, I don't know about that, aber auf jeden Fall hat er trotzdem irgendwie eine Waffe. Dann Hu Tao, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt kein Gameplay angucken. Hu Tao, ich werde all mein Urgestein für Hu Tao ausgeben, ich werde mir wahrscheinlich weder Novilette noch Risley holen, einfach aus dem Grund, dass ich vor einer Weile festgelegt habe für mich selber, ich will mich auf wenige Charakter konzentrieren, die richtig krass machen und wenn die richtig krass sind,
dann kann ich mich auf den nächsten stürzen. Als Free-to-Play-Spieler macht es keinen Sinn, dass man probiert, jede Figur zu bekommen. Das war am Anfang mein Ziel. Aber schon lange aufgegeben, by the way, weil das überhaupt nicht funktionieren kann. Aber ja, also das macht einfach keinen Sinn, weil hast du jede Figur im Spiel, ja. Aber viele Figuren werden halt durch Sternbild doch nochmal extrem viel stärker. Und das heißt, für richtig schwierigen Content oder einfach generell, um die Figur richtig enjoyen zu können, will man dann eigentlich schon das Sternbild hochpushen. Und das geht halt nicht, also das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach zu teuer und zu schwierig. Und deswegen konzentriere ich mich aktuell auf Hu Tao und Yoimiya als meine Main Damage Dealer. Und ich werde bei jedem Rerun von Yoimiya und oder Hu Tao eben für sie rollen. Letztes Mal habe ich mir den Homa-Stab geholt. Diesmal werde ich nicht auf ihre Waffe gehen. Diesmal werde ich nur auf Hu Tao wahrscheinlich gehen. Habe aktuell knapp 150 Wünsche. Ich hoffe auf mindestens zweimal Hu Tao. Im besten Fall drei oder viermal. Das wäre natürlich absolut Zucker. Aber mal schauen. Dann haben wir noch einen Venti-Rerun. Darauf haben auch viele Leute gewartet. Venti, auch eine super coole Figur. Würde ich auch gerne haben. Ich mag Venti total von seinen Fähigkeiten her. Sein Charakter, naja, ist okay. Ich meine, er ist lustig, aber ist auch irgendwie weird. Ich meine, man muss immer bedenken, er ist halt ein Archon und das vergisst man, oder ich vergesse das manchmal tatsächlich irgendwie. Also was heißt, ich vergesse es nicht, aber ich finde einfach, so wie er sich verhält oder so wie der Charakter einfach ist, denkt man halt absolut nicht an einen Archon. Was halt so ziemlich das Gegenteil ist von Zhongli, weil beide haben ja so ein bisschen ihre Gott-Position aufgegeben und machen das nicht mehr so richtig, kann man sagen. Ja, aber Zhongli's Auftreten ist halt immer noch irgendwie einfach, ja, so majestätisch oder so. Ja, ich bin also nicht so arrogantmäßig, aber einfach so, okay, du merkst sofort, der Typ ist was Besonderes, der ist was Besseres. Und bei Venti denkt man sich einfach nur, okay, Lil Bro, okay. Aber gut. Dann haben wir die beiden Waffen. Hier haben wir wahrscheinlich noch keine Effektbeschreibungen, deswegen ist das relativ nichtssagend hier. Und genau, das sind die neuen Waffen aus den, ich weiß nicht, das sind die wohl doch die Gebetswaffen, nicht die Battle Pass Waffen. I don't know. Steht hier leider so nicht direkt dabei. Dann haben wir ein neues Gebiet. Habe ich gerade neues Gebiet gesagt? Ach du Heilige. Neues Gebiet, Bezirk Liffy. Nochmal Kanalisationsfeme. Wow, sieht das riesig aus. Ist das eine Sphäre? Nee, ist keine Sphäre. Da stehen NPCs und ein Teleportationspunkt. Okay. Let's freaking go. Der Hafen in der Kanalisation, das sah richtig geil aus. Das will ich nochmal sehen. Kommt leider ganz am Ende. Sorry dafür. Und man kann nicht vorspulen. Oder kann man vorspulen? Nee. Damn, das sieht geil aus. Unterwasser-Kanalisation. Wow. I love that. Und dann haben wir noch das Forschungsinstitut für kinetische Energie in Fontaine. Gleich zwei neue Gebiete in einem Patch? Oh mein Gott, 4.1 wird legendär. Zwei neue Gebiete in einem Patch? Das hat es noch nie gegeben, oder? Ich glaube nicht, dass es das jemals gegeben hat. Holy moly. Stepping up their game. Let's freaking go. Also Bezirk Liffy sieht sehr klein aus irgendwie. Im Hintergrund sieht man gefühlt alles, was man schon von Fontaine kennt. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die ganze Action in der Luft stattfindet. Wahrscheinlich sieht es deswegen so klein aus, ne? Alright, let's freaking go. Ich habe nicht gewusst, dass es zwei neue Gebiete gibt. Damn. Neuer starker Gegner. Millenniums Perlenseepferd. Also ich habe Einhorn dazu gesagt. Es hat aber auch ein Horn auf dem Kopf, oder nicht? Haben Seepferdchen Hörner? I don't know, man. Für mich ist das ein Einhorn. Ein Elektro-Einhorn. Pegasus. Damn. Oh, das als Reittier in einem anderen Videospiel. Ich meine, Genshin Impact gibt es ja keine Reittiere, aber stell ich mal vor, das als Reittier in einem Videospiel. Und du kannst damit rumfliegen. Stell euch das mal vor, ey. Ja, damn. Das wäre geil. Und dann neuer starker Gegner, experimenteller Feldgenerator. Ach, der ist in dieser Ruine drin. Och, nö, die schöne Ruine ruiniert mit so einem wahrscheinlich ätzenden Boss. Lol, was ist das für eine kurze Preview? Da sieht man ja gar nichts. Alright, aber zwei sehr interessant aussehende Gegner. Die sehen auch deutlich stärker aus als der Kaiser von Feuer und Eisen, oder wie der heißt. Ausflug der Poesie. Das ist die Main-Aktion von 4.1, soweit ich weiß. Genau, ja, damals die Previews. Ich denke mal, die meisten von euch haben den Trailer gesehen. Das Video ist schon recht lang. Ich würde sagen, das überspringen wir mal. Genau, das ist diese, Veranstaltung, die von Mondstadt und von Liyue zusammen veranstaltet wird.
Dann haben wir hier so eine Quallenfischer-Aufgabe, Quallen einsammeln, Dodokos. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das wie so... Es gibt irgendein Spiel, das so ähnlich ist, glaube ich, aber ich komme nicht auf den Namen. Und die Höhen und Tiefen des Lebens. Ach, das war die Kampfaktion, wo man zwischendurch so Minigames machen muss, ne? Ja, genau. Mit dem Charging. Ja, genau. Alright. Und das scheint es auch schon gewesen zu sein. Mit der kurzen nochmal Zusammenfassung des Livestreams. Wir haben auf jeden Fall echt coole Reruns. Wir haben zwei neue coole 5-Sterne-Figuren. Ist halt irgendwie ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob es das auch jemals gegeben hat. Wir haben zwei 5-Sterne-Figuren, die released werden mit demselben Attribut und derselben Waffe. Hat es das schon jemals gegeben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch nie gegeben hat. Also Novilette, Hydro, 5 Sterne männlich und Katalysator. Und dann Risley, Hydro, 5 Sterne männlich, Katalysator. Also das muss eigentlich einmalig sein, dass es das jemals gegeben hat. In so kurzer Zeit zweimal basically das... Also ich meine, es sind natürlich unterschiedliche Figuren, Charakter, keine Frage. Aber vom Prinzip her, also ist echt ziemlich cool. Außerdem Hu Tao und Venti Rerun. Ich denke, das sind auch zwei Reruns, die richtig fett reinknallen. Und ja, vor allem auf den Hu Tao Rerun freue ich mich. Und das war's dann auch schon mit der Preview von 4.1. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.